Jurassic World, der Film. Geben wir deinem Bruder, ja? Nimm du die bitte. Nimmst du die bitte, Schatz? Ich will, dass du die einsteckst. Und ja. Hey. Also, hör deiner Mutter pass zu. Auf deinen Bruder auf. Geh ans Telefon. Ich mein's ernst. Ich will grüner Knopf. Wenn du meinen Namen siehst, drückst du drauf, okay? Und vergesst nicht, wenn euch irgendwas jagt, lauft. Ach, jetzt hab ich euch erwischt. Ja, lustig. Los jetzt. Mach's gut, Jungs. Ich vermisse euch jetzt schon. Das war also unser letztes Familienfrühstück. Warum musst du dauernd solche Sachen sagen? Hast du deine Schwester angerufen? War leider nur die Mailbox dran. Klappt schon alles. Sie hat täglich 20.000 Leute da, oder? Sind nur zwei mehr. Wie groß ist die Insel? Ziemlich groß. Aber wie viel wiegt sie? Blöde Frage. Bei der Eröffnung hatten sie nur 8 Arten. Heute haben sie 14 Herbivoren und 6 Karnivoren. Die fressen 50 Tonnen Futter die Woche. Nirgendwo anstellen. Los, gehen wir! Sie sagt, wir sollen warten. Ich will aber nicht mehr warten. Ja.
Vice President, Jim Drucker, scheiß Frisur, Erica Brandt, der Besseres verdient, Hell Jim, Erica, Hell Jim, Erica und ich bin Claire. Seit 3 Minuten überfällig. Willkommen in Jurassic World. Die Umsatzrenditen sollen Jahr für Jahr steigen und die Betriebskosten sind höher als je zuvor. Unsere Aktionäre haben noch Geduld, aber seien wir mal ehrlich. Ein Dinosaurier beeindruckt heute kaum noch jemanden. Vor 20 Jahren war die De-Extinktion noch so etwas wie Zauberei. Heute betrachten die Kids einen Stegosaurus wie einen Elefanten im städtischen Zoo. Das heißt aber nicht, dass die Produktentwicklung stagniert. Unsere DNA-Exkavatoren entdecken jedes Jahr neue Spezies. Aber die Verbraucher wollen sie gern immer größer und lauter. Erzähl mir. Die gute Nachricht, durch unsere großen Fortschritte beim Gensplicing eröffnen sich neue Möglichkeiten. Wir haben im Laufe der letzten 10 Jahre mehr durch Genetik gelernt, als durch 100 Jahre Knochen ausgraben. Also, wenn Sie sagen, Sie möchten eine Attraktion sponsern, woran haben Sie gedacht? Wir wollen Nervenkitzel. Wer will das nicht? Der Indominus Rex, unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Wie können denn zwei verschiedene Saurier... Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde designt. Ausgewachsen hat sie eine Länge von 16 Metern. Größer als der T-Rex. Immer wenn wir eine Neuentwicklung präsentieren, steigen auch die Besucherzahlen. Globale Berichterstattung. Prominente Gäste. Die ganze Welt sieht zu. Wann wird sie fertig sein? Das ist sie schon. Locker! Los, komm! Chill mal! Willkommen im Innovationszentrum, wo moderne Technologie auf die Vergangenheit trifft. Begleiten Sie uns auf einem aufregenden Reise. Der Trieb seiner Tops kann sich gegen die größten Gegner behaupten. Doch wenn ihr das selbst Cytosin, Guanin, Adenin und Thymin. Das steckt in allem, was sie gelebt hat. Hey, mich einfach abhauen, ja? Ich bin nicht der Babysitter kapiert. Die Bausteine des Lebens. Ray! Bist du das? Tante Claire! Okay, ja. Nein, ich kann nicht. Meine Neffen sind da. Hi! Oh, meine Güte, du bist so süß. Wow, Zack. Das letzte Mal warst du noch... Das ist jetzt wie lange? 3, 4 Jahre her? 7. 7 Jahre. Ja, du warst dicht dran. Gut, also ich sehe, ihr habt eure Armbänder bekommen und das hier ist für was zu essen. Sarah hier wird sich um euch kümmern, bis ich heute Abend mit der Arbeit fertig bin, okay? Du kommst nicht mit? Oh, ich wünschte wirklich, ich könnte, aber... Aber morgen, da kann ich mit euch in den Kontrollraum gehen, euch zeigen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Das wäre doch cool, oder? Okay, also heute Abend sehen wir uns dann so gegen 6. Oh nein, nein, nicht vergessen. Sie haben... Ach ja, richtig. Dann sehen wir uns so gegen 8. Wann geht ihr schlafen? Oder geht ihr zu unterschiedlichen Zeiten schlafen? Okay, also habt viel Spaß. Und kümmern Sie sich gut um sie, ja? Ja, ich bin da. Wie viele Besucher? 22.216. Irgendwelche Zwischenfälle? Ja, 6 Kinder in der Vermisstenstelle, 28 Personen mit Hitzschlag. Wo haben Sie das her? Oh, das Shirt? Das habe ich von eBay. Ist total abgefahren. Ich habe es für 150 gekriegt, aber ungetragen gehen die locker für 300. Schon daran gedacht, dass das ein bisschen geschmacklos ist. Das Shirt? Ja, schon klar. Es sind damals Leute gestorben, aber der erste Park war total authentisch. Da habe ich echt Respekt. Die brauchten keine Genhybriden. Die hatten nur Dinosaurier, echte Saurier. Das okay, völlig bitte gewaltig. Tragen Sie es nicht mehr. Ist gut, hatte ich auch nicht vor. Ist der Deal durch? Sieht so aus. Verizon Wireless präsentiert den Indominus Rex. Das ist so grauenhaft.
Machen Sie Nägel mit Köpfen, Claire. Sollen diese Firmen die Saurier doch gleich nach sich benennen? Bei Stadien machen die das doch auch. Warum nicht auch hier? Warum ist die westliche Ebene geschlossen? Wieder ein Pachy außerhalb seiner Zone ist aber schon betäubt und wird gleich zurückgebracht. Pepsisaurus. Tostidodon. Die unsichtbaren Zäune sind doch angeblich ausfallsicher. Das ist schon das zweite Mal in diesem Monat. Ja, die Pachys zerstören ihre Implantate, wenn sie mit den Schädeln aneinander rammen. Wie lange dauert es noch, bis sie ihn da rausgeschafft haben? Naja, er hat 5 Milligramm Kaffentanyl-Intus. Ja, der ist mal richtig stoned. Wie wär's dann mit einer kleinen Dosis Mitgefühl? Verstehen Sie, das sind immerhin echte Tiere. Das ist Ihnen schon bewusst. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf, der ist chaotisch. Ich betrachte ihn gern als lebendes System. Gerade noch genug Stabilität, dass es nicht in Anarchie ausartet. Das war's mit der ersten Folge zu Jurassic World, der Film. Bis zur nächsten Folge.